Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Hast du gewusst, dass Trigger wirklich ein Riesengeschenk vom Leben für dich sind? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Lieblingspodcasts, die Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Ich habe ein brandaktuelles Thema, also was bei uns gerade brandaktuell ist, und möchte etwas mit dir teilen. Und zwar haben wir gestern Vormittag habe ich ein TikTok-Video hochgeladen, wo es um das Thema Rente ging. Also du kannst vermutlich in unserem Feed runterscrollen, bei unserer Seite Provita Family auf TikTok. Und da wirst du auf ein Video stoßen, das sehr viele Aufrufe hat, weil ich davon ausgehe, dass unsere nächsten Videos auch sehr viele Aufrufe haben werden. Aber so das Erste, du wirst wissen, welches gemeint ist. Warum gehen Menschen in die Rente? Das war so das Thema des Videos und es war sehr polarisierend. Also wir haben einige Follower dadurch gewonnen, wir haben ganz viele Likes bekommen, wir haben aber auch ganz, ganz viele Kommentare bekommen, wo sich einige echt geäußert haben, weil sie so getriggert waren. Und ich finde das einfach so spannend. Mein erster Gedanke, oder was heißt mein erster Gedanke? Ich habe gestern so über den Tag gedacht, als ich so diese Kommentare gelesen habe, teilweise auch versteckte Kommentare, weil TikTok teilweise Sachen aussortiert hat, um sie uns nicht direkt vor die Nase zu halten tatsächlich. Habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt interessant, ne? Also wir haben die letzten Jahre, oder ich spreche jetzt mal von mir, ich habe die letzten Jahre ja mich intensivst mit mir selbst beschäftigt und mit dem, was mich ausmacht und mit meinem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstliebe vor allem auch. Von daher betrifft mich das jetzt nicht so, weil wenn dich jemand beleidigt, dann trifft es dich ja nur, wenn du das selbst über dich denkst. Und hier liegt das Geschenk, das ich angesprochen habe, von Triggern. Denn Trigger sind ja nichts anderes als eine Aktivierung, eine Erinnerung an etwas, was du schon kennst. Wenn dich jetzt total triggert, wie sich jemand anderes verhält, dann liegt es meistens in 99% der Fälle nicht daran, dass der andere irgendwas Doofes macht, sondern es liegt eher daran, dass es dich an eine unangenehme Situation in deiner Kindheit erinnert. Triggern oder aktivieren, egal wie man es nennt, kann natürlich auch eigentlich was Positives sein. Es wird eigentlich oft so von was Negativem gesprochen. Es kann mich auch triggern, wenn du voll happy bist und das triggert dann meine Happiness an. Aber wir reden jetzt mal hier von diesem, oh, das macht mich wütend, das nervt mich, das fuckt mich ab oder so. Und es ist meistens eigentlich nur eine Erinnerung an etwas, was du schon mal erlebt hast oder wo dich jemand früher schlecht behandelt hat, und das erinnert dich einfach nochmal daran. Und deswegen sind Trigger Geschenke, die du dir einfach selber anschauen kannst. Das heißt, all diejenigen, die gestern dieses Video angeschaut haben, sich darüber geärgert haben, auch einen ärgerlichen Kommentar verfasst haben, die irgendwie gemerkt haben, oh, das macht was mit mir. All diesen Menschen haben wir ein riesen Geschenk gemacht, indem wir ihnen eine Möglichkeit gegeben haben zur Selbstreflexion. Wir haben das Video nicht gepostet, um zu triggern tatsächlich. Es geht jetzt auch nicht darum, oh, wir stehen da drüber und so. Das will ich gar nicht sagen. Aber immer wenn dich jemand triggert, hast du ein Geschenk vom Leben erhalten. Weil das Leben dich damit auffordert, hey, guck mal hier hin. Hey, da kommt gerade eine Wut auf. Und vielleicht kommt es dir auch bekannt vor, dass du gewisse Situationen immer und immer und immer wieder erlebst. Also dir das immer wieder rekreierst und immer wieder
in das gleiche Thema mit deinem Partner einsteigst und immer wieder nervt er dich mit der gleichen Sache und immer wieder kommt die Freundin mit dieser nervigen Angewohnheit um die Ecke. Und den Fokus gilt es wirklich weniger nach außen zu richten. Du hast was falsch gemacht. Du musst dieses Verhalten ändern. Das nervt mich, das triggert mich hart. Sondern vielmehr nach innen schauen. Ah, okay, da kommt gerade Wut. Frust. Ah, okay, aber warum? Ah, zum Beispiel Rente. Wir haben so Sachen gesagt wie, mach das, wo du wirklich in deinem Element bist und dann brauchst du vielleicht gar keine Rente mehr oder auf die Rente zu warten, nicht, dass die Rente was Schlechtes ist, aber dann brauchst du nicht auf die Rente irgendwie zu warten, damit du dann irgendwie happy bist oder dann irgendwie machen kannst, was du willst, sondern du kannst ja jetzt entscheiden, das zu machen, was du willst. Auch wenn es ein Prozess dorthin ist, oft geht es auch nicht von jetzt auf gleich, klar, aber du kannst dir vorstellen, dass das einige getriggert hat. Aber dabei ging es ja nicht um unsere Worte, sondern um denjenigen, den es getriggert hat. Und eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Es geht auch nicht darum, jetzt dem anderen irgendwie gar nicht mehr Rückmeldung zu geben, hey, das hat mich jetzt getriggert. Aber ich glaube, wir dürfen noch viel mehr von diesem Außenorientierten weg, von wegen, du hast was falsch gemacht, du bist schuld, dass ich mich jetzt schlecht fühle, du hast mich getriggert, du nervst, du musst dein Verhalten ändern. Und vielmehr nach innen, was macht das gerade mit mir? Wie lässt mich das fühlen? Woran erinnert mich das? Hat mein Papa mal sowas zu mir gesagt? Hat meine Mama mal sowas zu mir gesagt? Hat mich das damals schon verletzt? Und mir diese Sachen anzuschauen. Und dann, wenn ich das für mich angeschaut habe, dann kann ich ja zu meinem Partner gehen und kann sagen, ey, das hat mich tatsächlich getriggert, aber ich habe das und das draus gefunden. Ich gehe gleich noch auf eine andere Sache ein, aber zuerst lasse ich dir mal noch den Raum. Danke. Ja, es gehört natürlich eine radikale Ehrlichkeit zu sich selbst dazu. Was ich an anderen sehe, was mich wirklich so triggert, wie benimmt der sich oder was gibt der von sich an Aussage, was auch immer, egal. Das stößt ja irgendwo auf Resonanz in mir. Das ist ja letzten Endes der Trigger. Das heißt, tief in mir ist eine Instanz, die sagt, eigentlich würde ich mich auch so gerne verhalten wie diejenige. Eigentlich hätte ich auch gerne das Charisma. Eigentlich hätte ich auch gerne die Ausstrahlung. Eigentlich wäre ich auch gerne in dem freien Leben, was auch immer. Das ist ein Riesengeschenk für dich dahingehend wirklich, dass das universelle Feld, um es mal so zum Ausdruck zu bringen, dir die Botschaft schickt, hey, da triggert dich was, halt mal innen, schau, was denkt es denn da in dir, wie hättest du es denn gerne? Und das würde ja in dir nicht auf Resonanz stoßen, wenn das als Potenzial in dir nicht schon angelegt wäre. Das heißt, das ist letzten Endes alles nicht gelebtes Potenzial. Wie großartig ist das? Wie sehr kannst du dich jetzt mal auf die Suche nach Triggern im Außen machen und mal gucken, was ärgert mich oder triggert mich denn da und dies oder jenes? Und dann mal in der Richtung radikal ehrlich zu dir selbst zu sein, verbunden auch mit der Frage, wie hätte ich es denn eigentlich wirklich gerne? Und da kommst du dir wirklich selbst auf die Schliche, um mehr in die Richtung, deinem Leben die Richtung zu geben, wo du eigentlich hin möchtest. Das ist ein Riesengeschenk. Und dem dann die Aufmerksamkeit zu schenken, statt Energie drauf zu geben und wiederum in die Be- und Verurteilung zu gehen, da waren ja auch viele Be- und verurteilende Gedanken unter den Kommentaren, außer Frage. Aber letzten Endes mache ich ja da wiederum Deckel zu und komme nicht weiter. Ich meine, das ist verständlich. Das sind ja auch Dinge, die haben wir ja in der Schule, im Elternhaus nirgendwo gelernt. Aber deshalb teilen wir es ja jetzt heute hier mit dir. Genau. Ja. Ich war auch 2022, ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, war ich auf einem Seminar, das ging 1 Monat lang und wir waren zu 7 Frauen. Und ich weiß nicht, ich glaube so nach einer Woche hat die Seminarleiterin zu uns gesagt, Mädels, ihr fangt jetzt mal Listen an zu schreiben, was euch so in diesem Zusammenleben hier triggert. Weil wir waren auch alle in einem Haus, haben alle den ganzen Tag miteinander verbracht und natürlich kommen da Trigger auf. Und wir sollten halt mal aufschreiben, was uns so triggert, wo so Wut aufkommt, wo Frust aufkommt, wenn eine andere was sagt, was macht, wie sie sich verhält, was auch immer. Ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen schwer gefallen, das mal so richtig
auf Papier zu bringen, weil ich so gedacht habe, ey, das darf man nicht. Wenn man bei einer Konditionierung, du darfst nichts Schlechtes so am anderen. Aber gut. Jedenfalls haben wir das gemacht. Und dann haben wir, dann waren wir immer so, da haben wir so Trigger-Sessions gemacht, wo wir uns diese Trigger angeguckt haben. Das heißt, ich war dann zum Beispiel an der Reihe und habe gesagt, Person A, mich hat gestört, dass du das und das gemacht hast. So, erste Frage, wie habe ich mich dabei gefühlt? Die ging an mich, ne? Also ich habe dann erstmal, vorher ist ganz wichtig, wir haben uns vorher ganz bewusst groß gemacht. Wir haben ganz bewusst in den Raum, das Setting war, jeder ist wertvoll, ich bin wertvoll, du bist wertvoll, ich mache hier keine Anschuldigung, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man das mit einem Partner macht oder mit Freunden oder innerhalb der Familie, kann man kurz vorher sagen, hey, mach dich mal groß, ich hätte hier was, ich hätte hier einen Trigger. Und wenn der andere sagt, ey, will ich gerade nicht, kann ich gerade nicht machen, ich kann mich gerade nicht in diesen State beamen, dann bitte lasst es, dann redet gar nicht darüber in dem Moment. Macht's später. Auf jeden Fall haben wir uns halt hingesetzt und haben gesagt, okay, ich bin wertvoll, alles ist gut. Alles, was jetzt gesagt wird, ist in der Liebe. Du hast keine Schuld, ich gebe dir keine Schuld und so. Wir sind rein damit. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiges Setting, das man dafür schafft. Und dann durfte ich halt ausdrücken, wie ich mich dabei gefühlt habe, als ich getriggert war. Und ich habe das dann halt durchfühlt, hatte dann den Raum, die Frauen haben den Raum gehalten. Ich habe dann erzählt, okay, das fühlt sich so und so an in meinem Körper, in meinem Herzen. Dann war die nächste Frage, woher kenne ich das Gefühl? Kenne ich das schon von früher? Mir fällt jetzt gerade so ein Beispiel ein. Eine der Frauen hat mich süß genannt und klein genannt, ne? Und ach, du bist so süß, oh, wie klein du bist und so. Das hat mich endlos getriggert. Ich war so wütend und das habe ich sofort aufgeschrieben. Und habe dann halt dadurch gefühlt, okay, was ist es denn? Warum triggert mich das denn so? Ja, weil ich nicht süß und klein sein wollte als Kind. Weil süß und klein bedeutet verletzlich und schwach. Und ich wollte nicht verletzlich und schwach sein, weil ich Situationen erlebt habe, in denen das absolut nicht ging. Ich wollte nicht schwach sein. Ich wollte stark sein. Ich wollte, aus meiner Perspektive, ich wollte als Kind auch lieber ein Junge sein, weil Jungs sind stark und Mädchen sind schwach und klein und so. Und die dürfen sich nicht ganz entfalten und Jungs dürfen laut sein und dürfen wild sein und so. Aber Mädchen nicht. Mädchen lieber brav, klein und süß. Aber das wollte ich halt alles nicht sein. Deswegen hat mich das bis dato immer noch wütend gemacht, wenn mich jemand klein und süß genannt hat. Ich habe dann mal auch zu einer Freundin, unabhängig jetzt von dem Frauenkreis, die hat auch zu mir gesagt, oh, bist du so süß, oh, du bist so klein und so. Und da habe ich auch mal zu ihr gesagt, kannst du das bitte lassen, das immer wieder zu mir zu sagen, ich möchte das nicht. Da habe ich versucht, die Situation im Außen zu retten. Also zu der Person zu sagen, hör auf damit, lass das, das macht mich wütend. Was ist passiert? Die Person hat aufgehört, aber ich habe es von anderen Stellen immer wieder gehört. Es kamen andere Leute auf mich zu, die genau das zu mir gesagt haben. Es hat mich wieder wütend gemacht. Hätte jetzt wieder hingehen können, zu jedem Einzelnen sagen, hör auf, hör auf, hör auf. Hätte die Situation nicht geändert, dann wären neue Leute gekommen. Weil das Leben schickt dir die gleiche Situation immer und immer wieder, bis du raffst, was dein Geschenk dahinter ist. Bis du deine Lesson endlich lernst. Und manchmal wird es halt noch extremer, dann gehen wir ordentlich in richtige Trigger rein, je mehr wir es halt wegdrücken. Ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich in dieser Session halt gemerkt, also mit den Frauen wieder zurück, habe ich das dann so erzählt, eben das, was ich dir jetzt auch hier erzählt habe, dass mich das wütend macht und was da Frust aufkommt, dass ich so nicht sein will und dass ich diesen Teil von mir, der klein und süß ist, es ist ein Anteil von mir, total abgelehnt habe. Also ein Teil von mir habe ich abgelehnt. Und es ging halt ganz viel darum, das durchzufühlen, Tränen zuzulassen, wenn sie da sein wollten, darüber zu sprechen und mal wirklich wieder diesen Anteil in mir komplett zu akzeptieren. Und anzunehmen und in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ich darf auch klein und süß sein. Und verletzlich und schwach zu sein, ist nicht schwach so. Ne? Ich darf auch verletzlich und schwach sein. Ich darf auch klein sein. Ich darf auch diese
diese Sachen verkörpern, wenn sie halt gerade da sind. Ich muss nicht immer stark sein. So, das war mein Part. Was ist jetzt mit der anderen Person, zu der ich das gesagt habe? In diesem zweiten Teil dieser Triggerarbeit haben wir die andere Person sprechen lassen, die sich auch nochmal die Situation von ihrer Perspektive an anschauen durfte, wo sie zum Beispiel zu mir gesagt hat, hey, du bist ja so klein und süß. Und in 90% der Fälle liegt ein Trigger auf beiden Seiten. Es ist nur selten, dass ein Trigger nur bei einer Person liegt. Die andere hat oft auch was damit zu tun. Bei dem Beispiel kann ich jetzt leider gar nicht so genau sagen, was jetzt ihr Trigger war bei dem Ganzen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier teilen würde, weil es einfach ihr Ding war. Aber sie hat halt auch einen Trigger damit gehabt, weil sie, glaube ich, auch groß und stark sein musste. Oder ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Sie hat vielleicht sich so gefühlt, sie müsste auch groß und stark sein und auch den kleinen Anteil in sich weggedrückt und sich deswegen in Anführungsstrichen über mich lustig gemacht, weil ich so klein und süß bin. Ja. So, das heißt, wir beide hatten den gleichen Schmerz. Wir beide hatten das gleiche Thema auf unterschiedliche oder auch sehr ähnliche Weise ausgeprägt und haben da unsere Triggerpunkte getroffen. Ich finde dieses Thema so unfassbar spannend, weil du daran so geil erkennen kannst, wie präzise das Gesetz der Anziehung wirkt. Wer triggert dich denn am meisten? Die Menschen, die dir so begegnen. Du ziehst dir die ja an in dein Leben. Du hast auch Menschen in deinem Leben, die dich triggern. Wenn nicht, würde ich mir mal Gedanken darüber machen, wie du mit Wut umgehst grundsätzlich. Ja. Aber wir ziehen uns ja genau die Menschen an, die die gleichen Themen haben. Das finde ich so spannend. Auch mit meinem Partner. Wir triggern uns, weil wir die gleichen Schmerzpunkte haben. Wir triggern uns, Mama und ich, weil wir ähnliche Schmerzpunkte haben. Da, wo sie einen Schmerzpunkt hat, muss ich nicht unbedingt auch einen haben als ihre Tochter. Aber sie hat nochmal andere Menschen in ihrem Leben, die diese Schmerzpunkte triggern. Ne? Und so eben auch. Ich habe einen Schmerzpunkt, den sie vielleicht nicht hat, aber den bedient dann jemand anderes in meinem Leben. Und wenn wir das Ganze unter diesem Aspekt sehen, da kann so viel Heilung entstehen. Oder gerade dort entsteht Heilung, weil wenn ich mir die Trigger angucke, muss ich ja nicht mehr in meiner Vergangenheit wühlen und gucken, da ist irgendwas schiefgegangen, das muss ich jetzt heilen. Oder hier ist ein blöder Glaubenssatz. Wo sind meine Glaubenssätze? Ich muss die jetzt suchen und heilen. Nee. Folg einfach dem Leben, es wird dich triggern und guck dir dann deinen Trigger an. Und entweder du hast eine Person in deinem Leben, die dich so triggert, mit der du das so eine Übung machen kannst, wie ich es gerade beschrieben habe. Und du kannst sagen, hey, können wir uns mal zusammensetzen und können wir mal über diesen Trigger reden? Magst du dich mal groß machen und so? Die andere Person hört übrigens in dieser ersten Zeit nur zu. Die sagt nichts. Wichtig. Ganz wichtig. Die sagt gar nichts, lässt die andere nur reden und gibt ihr den Raum dafür, dass sie mal dieses Gefühl fühlen kann. Und in der zweiten Hälfte ist es dann auch so, dass ich dann halt nicht rede und die andere Person nur redet. Ja. Und so kann man halt gemeinsam in diesen Heilungsprozess gehen. Ich weiß aber auch, dass man nicht mit jedem so darüber reden kann. Du kannst dann zum Beispiel einen Coach dir holen, du kannst zu uns zum Beispiel in Divinity kommen oder in eins der anderen Programme, wo wir uns ja auch mit diesen Dingen beschäftigen, wo du dann mit uns zum Beispiel darüber reden kannst und das für dich heilen kannst. Ich finde hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, du bist nicht abhängig von der anderen Person. Also selbst wenn das mit jemandem ist, mit dem du darüber nicht reden kannst oder den du vielleicht sogar auch nur auf dem Bildschirm siehst, der dich triggert, den du gar nicht persönlich kennst, du musst nicht mit der Person reden, um deinen Trigger zu heilen. Du machst das für dich und dafür gibt es halt so Räume wie Divinity. Wenn du es kannst, lad die Person ein, frag sie, ob sie das mit dir machen möchte. Schaut euch gern die Podcast-Folge hier nochmal zusammen an, damit ihr versteht, worum es geht. Und ansonsten ist es sinnvoll, zu der Person erst dann zu gehen, wenn du es dir für dich schon angeguckt hast. Also wenn du das mit der Person nicht zusammen machen kannst oder so, oder noch voll in der Wut bist, macht das auch keinen Sinn.
lass es erst ein bisschen abkühlen und geht dann zusammen, kommt dann wieder zusammen. Also nicht aus der Wut heraus, aus der starken Emotion heraus so zusammenkommen, sondern okay, wir kühlen ab und dann kommen wir, treffen wir uns dafür, setzen uns zusammen hin und dann dürfen auch Gefühle hochkommen und dann darf auch Wut gefühlt werden, aber die wird nicht am anderen ausgelassen. Die wird nur gefühlt. Es ist alles einfacher gesagt als getan, aber wie gesagt, genau dafür gibt es ja Divinity, genau dafür kannst du ja zu uns in diesen Raum kommen und damit du eben deine Gefühle halt kennenlernst und verstehst, ah, okay, da ist jetzt gerade ein Trigger, ah, okay, so lerne ich jetzt damit umzugehen. Und im Nachhinein macht es dann Sinn, sich mit dem anderen, mit dem du das nicht zusammen machen kannst, eben auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, manchmal ist es auch gar nicht wichtig. Da würde ich halt auch nochmal ganz genau hinschauen, ist das jetzt mein Ego, dass es dem anderen trotzdem nochmal reindrücken will, du hast was falsch gemacht, das hat mich getriggert, du hast mich wütend gemacht und ich sag dir das jetzt, ich habe es zwar geheilt, in Anführungsstrichen, aber ich sag dir das jetzt trotzdem noch, weil ich dir trotzdem noch reinhauen will. Dann hast du es nicht geheilt. Mhm. Ne? Mhm. Geh lieber hin und spür rein, ist das jetzt wirklich notwendig, die andere Person in diesen Trigger einzuweihen? Oder lass ich es lieber einfach sein und rede gar nicht mehr darüber, weil ich das Thema eh für mich durch habe. Mhm. Manchmal ist es wichtig für eine Beziehung, dass man es anspricht und manchmal spürt man einfach, okay, es ist gar nicht wichtig, ich habe das ja eh für mich gelöst. Das ist ganz wichtig. Ja, das darf man von Situation zu Situation einfach selbst entscheiden, reinfühlen. Ich habe auf diese Art und Weise ganz, ganz viele Triggerpunkte zwischen mir und meiner Mama geheilt, ohne mit ihr darüber zu sprechen, weil es gerade so, als ich 17, 18 war, schon ein paar ganz, ganz heftige Erlebnisse für mich gab. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, wo sie mich getriggert hat, aber ich vor allem sie getriggert hat. Und als ich das aber dann so erkannt hatte, mit der radikalen Ehrlichkeit natürlich zu mir, und da konnte ich auf eine andere Art und Weise Verständnis aufbringen, ohne einverstanden zu sein mit dieser Situation, aber Verständnis aufbringen, auf einer neutralen Ebene zu sehen. Und ohne dass wir darüber jemals gesprochen haben, war aber eine heile Verbindung dann letzten Endes möglich. Und das ist natürlich so, so wertvoll. Da werden Familien gerettet, weil jede Mama will doch letzten Endes mit ihrem Kind Kontakt haben und das Kind will doch letzten Endes auch mit der Mama Kontakt haben, wenn wir mal radikal ehrlich sind auch. Und Ehen können gerettet werden, Partnerschaften können gerettet werden, aber man darf radikal ehrlich natürlich sein und das Ego mal als Beobachter einsetzen. Ich will es mal so ausdrücken. Genau. Was für ein tolles Thema. Also freu dich auf deine nächsten Trigger, genieße sie und verschmause sie und komm gerne in Divinity, wenn du halt wirklich mal lernen willst, mit diesen Triggern anders umzugehen und vor allem daraus die Geschenke zu bekommen.